Willkommen zurück bei Elemente, liebe Freunde. Ja, wir sind hier zumindest schon mal auf diese kleine Anhöhe gekommen. Jetzt ist die Frage aller Fragen, wie wir denn weiterkommen. Wir werden ja gleich, nachdem wir diesen Ölstrudel hinter uns gelassen haben, relativ weit nach links oben geschossen, kommen dann da möglicherweise irgendwo an, wo auch ein Karren wieder zurück in den Berg, die Höhle, irgendwas da wieder reinfährt. Und den müssen wir wohl kriegen. Ich hoffe nur, dass wir nicht da quasi links unten wieder reinkommen. Das hieße, dass wir im Kreis fahren würden. Und ich hoffe, man muss da nicht irgendwo ganz gewitzt aussteigen oder sowas. Das könnte ich dann ja wieder nicht. Nein, das kann ich nicht. Guck mal, bis hierhin ist schon mal gut. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Doch, das war verkehrt. Denn jetzt, genau, können wir uns nicht mehr beschleunigen. Vielleicht kommen wir jetzt hier noch auf dieser Rampe rauf. Das wäre mir zumindest ein... Ja, das geht so nicht. Wir müssen uns nochmal auflösen, in quasi klein machen. Hey! Also, die Devise ist, hier reinzukommen. Und dann... Na, nicht ganz. Almost. So, und jetzt warten wir darauf, dass ein Karren kommt und schnappen den weg. Mal gucken, wo uns das jetzt hinführt. Hier. Okay, smooth. Hätte man auch noch ein bisschen schneller sein können, gebe ich ja zu. Und jetzt... Ach so, das haben wir doch schon irgendwie gemacht, ne? Ach, ich sehe. Ja, ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Da war ich hier immer zu langsam und habe an diverse Orte mich katapultiert und genau, so kam ich dann da nicht mehr ran. Also aus irgendeinem Grund hat er... Weiß gar nicht, in der vorletzten Folge waren wir auch irgendwo zugange. So, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Jetzt müssen wir hier nur rüberkommen, was auch schon mal gut aussieht. Und jetzt geht es... Ach, das war die Geschichte. Oder ist aber fuchsteufelsgemein. Finde ich zumindest. Ui. 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 Da müssen wir uns ganz, ganz haarscharf an der Oberkante langtasten. Also das habe ich jetzt ja echt schon hier richtig rausgefunden. So, und dann wieder einen Eisdotz draus machen und ein bisschen beschleunigen. Hätte ich ganz... Ach, ja, ja. Genau, wie machen wir das da? Als Stein rüberrollen? Oder was gibt es da für Optionen? Ich weiß nicht, ob das jetzt was wird. Doch, das sieht gut aus. Schnell genug sind wir und können dann mit ein wenig Glück hier... Nee, so geht's nicht, aber wenn wir schnell genug wären, dann könnte man da zumindest was starten. Gehen wir das nochmal hier mit abprallen. Das hatte ich in der... Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das jetzt war. Hui. Ach so, ja. So ging's offenbar. Und jetzt, ja, ach so, dann müssen wir uns darüber schießen und fangen wieder ganz oben an. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, das reicht jetzt an Geschwindigkeit. Aber jetzt, wo ich dann etwa raus habe, wie man das hier mit der Beschleunigung macht, ich kann mich noch gut an das an die erste Runde hier erinnern, wo wir so ganz, okay, das war's nicht, wo wir uns so ganz zaghaft vorgetastet hatten. In der Hoffnung, wir kommen noch darüber. Mit dieser kleinen, ja wirklich nicht so hohe Anhöhe. Und wenn dieses Ding hier, so ein Hubbel, wirklich so im Schneckentempo. So. Das ist doch schon mal gut. Nur ich glaube, wir müssen hier echt extrem viel schneller sein. Sonst kommen wir hier nirgendwo an.
Das hieße aber, dass wir... Ja, wo haben wir denn eigentlich Geschwindigkeit verloren? Das hier ist doch schon alles relativ flüssig. Naja, okay. Doch nicht ganz. Ich hatte den Anfang hier nicht gut hinbekommen. So, das sieht schon besser aus. Noch ein bisschen Gas geben und... Hui! Haben wir praktisch keinen Geschwindigkeitsverlust zu verzeichnen. Okay, hier kriegen wir was. Na. Ich glaube, da war nicht mehr genügend Energie da, um ihn in ein Feuerwerk zu verwandeln. Feuerwerk, Feuerwerk. Ach. Ruhe da. So, Return to Sven, ne? Ohne Worte. Einfach nur fail. Ja. Bin ich ja glücklich, dass das noch geklappt hat, aber so schnell sind wir gerade nicht. Und hatten auch nicht genügend Energie. Also nochmal, das Ganze hatten wir heute noch gar nicht. Ja, bis hierhin wieder fein im Abgang. Jetzt nur noch hier rüberkommen. Das sieht auch gut aus. Bisschen beschleunigen. Und dann hatte ich wieder keine Energie. Ach, immer das Gleiche. Ich glaube, diese Beschleunigungsgeschichte da, wenn wir schon auf der anderen Seite sind, sollte ich mal weglassen. Und ich habe gerade nicht hingeguckt, was ich eigentlich machen muss. Ich glaube, beschleunigen war angesagt. An der Nase kratzen und gleichzeitig hier drei Tasten drücken, das, nein, kommt nicht gut. Kann man mal ein, zweimal machen, nur dann ist's auch schon wieder gut. Ah, zu spät immer. Deutlich zu spät. So. Achso, ja, genau, deutlich zu spät. Auch mit. Ja, hier wird auch hier schon wieder nichts. Umgedreht, kaputt gemacht und neu gemacht. Also, wenn wir zu langsam sind, dann kann man natürlich probieren, was man will, aber ankommt man trotzdem nicht. Ich denke aber, so wird's was. So. Jetzt den mitgenommen. Ja, das reicht doch nicht. Da kommen wir doch nirgendwo an. Nirgendwo. Bestimmt müssen wir, wenn wir das geschafft haben, dann wieder so eine knifflige Geschichte lösen. Ach, ich habe schon wieder vergessen zu beschleunigen. Das ist ja cool. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Irgendwas wie und dann ist er da auch wieder hochgesprungen. Ich habe ja keine Ahnung hier. Ne? Sieht man mir bestimmt auch schon an. Ja. Ich glaube, sowas in der Gegend hatte ich das erste Mal, als ich hier runtergesaust bin, probiert. Also erst auf dem Boden aufkommen und dann hier mit der Schmelze weiter fortzufahren. Was, wie man ja wahrscheinlich jetzt weiß, nicht so erfolgreich war, genauso wie diese Aktion jetzt. Och Leute, ich würde doch so gerne mehr als einen Levelabschnitt pro Folge schaffen. Das wäre doch. Ach, das wäre so schön. Dann könnte ich sagen, ach ja, was hast du denn heute gemacht? Ja, du, ne, ich habe hier ein Elemental richtig gerockt und so. Ne, da habe ich hier 20 Level in einer Session durchgespielt und bin jetzt echt der Held vom Erdbeerfeld, der gegen die Wand fährt. Ach Mann. So, schnell genug sind wir doch jetzt hier, ne? Kann mir ja keiner was. Einmal drehen. Und darüber. Das sieht doch schon wieder gut aus. Sieht auch noch gut aus. Aber auch schon jetzt sind wir so im Schneckentempo hier. Und kommen nirgendwo mehr an. Ah. Warum hat mir das denn keiner vorher gesagt? Jetzt müssten wir nur noch einen Impuls kriegen und, ja, wie machen wir das denn? Also man kann auf dieser komischen Soße schweben. Warum auch immer. Ich muss gestehen, die Musik ist gerade etwas laut auf meinem armen kleinen Ohr. Ist doch dergleichen nicht gewohnt. So.
schwebe jetzt hier einfach mal nach unten, um Energie zu tanken. Jetzt fehlt aber schon fast der Impuls nach links, ne? So, und das wird jetzt schon wieder nichts mehr. Jetzt können wir uns nicht mehr abbremsen. Wir können uns doch abbremsen, das macht er schon einigermaßen automatisch. Vielleicht, wenn wir uns da oben gegenschießen. Ich weiß noch nicht, ob das dann was wird. Also wir haben hier zumindest einen kleinen Auftrieb. Ich mache den mal gerade weg. Um etwas... Nee, ich glaube, nach oben schießen lassen kann man sich dann nicht so ohne weiteres. Aber vielleicht so eine Pendelbewegung vollführen. Und dann... Ah, das ist so aussichtslos wie irgendetwas. Zumindest habe ich was Neues rausgefunden. Der Erkenntnisgewinn insgesamt im Universum ist also... Na gut, die Entwickler wussten das ja auch. Na, schon wieder diese Schmelze hier. Von daher ist der Gesamt... die Gesamterkenntnis im Universum gerade wahrscheinlich nicht sonderlich viel angestiegen. Nur in meinem kleinen Mini-Universum hier zu Hause. Aber das ist ja auch schon mal was. Ach, drück doch ruhig. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade gedrückt habe. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt mit dem Daumen aufs R gedrückt. Oder einfach mal, um zu gucken, was dann passiert. Ob dann was passiert. Tja. Zack. Das klappt doch schon gut. So, den Impuls hier haben wir. Komm schon. Ach, nur noch einen kleinen da. Very nice. Ja, bitte. Gemeinheit. Der will mich wohl richtig auf den Arm nehmen. So, was können wir jetzt tun? Wir können... Wir können uns nach ganz oben schießen lassen. Das habe ich ja schon eingesehen. So, jetzt hier sowas. Dann da rechts rüber. Ja, und dann da hoch, wenn möglich. Oder halt auch wieder zurück. Das kann man ja auch wahlweise machen. Ja, probieren wir einfach mal hier durchzukommen. Das wird bestimmt was. Was ich echt schlunzgemein finde, ist, dass wir hier die ganze Zeit immer das Gleiche machen müssen. Nur um 20 Kilometer weiter ein Rätsel zu lösen. Das ist doch schon irgendwie ein wenig... Ne, ich will nicht sagen nervig, aber man könnte sagen, es ist nervig. Du, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich das etwas nervig finde? Wahrscheinlich. Aber es übt ja auch nicht, dass wir das verlieren hier. Irgendwann werden wir hier ein richtiger Profi drin. Oder richtige Profis. Um es auch auf... die weiblichen Formen auszudehnen. Ja. Ja, das wird bestimmt was. Nur nochmal noch einen ganz kleinen Meter und schon sind wir da. Mann, oh, ich will das nicht mehr. Ich bin ja schon bestrebt, wieder in die Lösung zu gucken. Aber mag es dann auch nicht tun. Das knabbert so ein bisschen am Stolz. So. Nach. Ja. Sagte das Schwarzpulver zum. Zum wem? Sagte das Schwarzpulver zum Holzstock. Hey, lass uns mal an Silvester Party machen. Ja. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, ehe ich das hier, glaube ich, hinbekommen werde. Irgendwie kommt der mir relativ langsam vor. Wie? Mal nicht einschlafen hier? So. Ja, ich mache hier nochmal kurz den Schwebemann hier. Na, nicht drauf. So, ich würde jetzt ganz gerne nach oben hier. Und dann... Ja, das frisst doch alles zu viel Energie hier. Aber vielleicht kommen wir da so nicht drüber. Das war ja auch irgendwo klar, ne? Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Jetzt haben wir hier den Impuls nach links. Wir können uns dann hier hoch katapultieren lassen und es...
Reicht wieder nicht. Hieß doch immer das Gleiche hier. Also eigentlich nicht. Eigentlich ist es schon relativ verschieden. Ja, das war eine notwendige Konsequenz, um das Ganze hier noch einigermaßen formunvollendet abzuschließen und mich als ja, unfähigen zu degradieren und abzustempeln und überhaupt, das ist doch doof. Aber ich glaube einfach nur, damit wir das auch mal gemacht haben, wäre das gar nicht so verkehrt, mal wenigstens zu gucken, wie denn die Profis das lösen würden. So, blub, 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 blub. Ich glaube, ich muss einfach schneller drücken, oder? So, lassen wir ihn mal auspendeln. Ich hoffe, ich stoße da jetzt nicht hier links gegen. Na, hat immer noch nicht gereicht. Nein! Ach, Arx! Ich probiere das jetzt nochmal. So viel Ehrgeiz habe ich jetzt. Und wenn wir eben 3 Stunden dran sitzen, dann sind das zumindest 3 mehr oder minder sinnvoll investierte Stunden, anstatt nachzugucken. Nachgucken ist ja immer sowas. Mit sich eingestehen, man kann es nicht. Das ist auch wichtig. Nur möchte ich das gerade nicht. Ich möchte das ganz gerne. Ach, das ist ja. Okay, einen Versuch noch, sonst probieren wir es halt in der nächsten Folge weiter. Nicht, dass ihr jetzt Sorgen haben müsst, dass die Folge 3 Stunden geht und meine Leitung dann hier heiß läuft. Das wollen wir ja nicht. So, hier rüber, das haben wir schon glorreich bestanden. Das auch schon. Ui, und dann hier rüber und dann mit Volldampf. Ja, komm schon, wenigstens hier links rüber. Komm. So nett kann es jetzt aber mal sein. Puh, das haben wir schon geschafft. Das ist ja schon mal viel wert. Ich glaube, ich fliege jetzt hier einmal nach oben, bis Energie aufgebraucht ist. Dann hier links rüber, nochmal links rüber. Damit wir Impuls nach links haben, etwas ausruhen lassen und dann kommen wir nirgendwo an. Ja, also mit anderen Worten, ich glaube, wir probieren das einfach in der nächsten Runde nochmal, in der nächsten Folge. In der Hoffnung, wir kommen da weiter als bis zum knorrigen, morschen, modrigen und lausbefallenen Bäumchen. Aber wenigstens die Sonne sieht schön aus. Immerhin was. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.